Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvestella. Wir befinden uns mitten im Turm, der Turm der Exposition, würde ich mal sagen. Das ist nämlich hier, wir kriegen hier sehr viel Hintergrundwissen und erfahren endlich, was ist hier los, Alter. Erfahren endlich, was hier mit Aria passiert ist. Oh je. Danke. Ich will den mache ich nicht. Nee. Ich stehe nicht rum und will mich die ganze, muss mich die ganze heilen. Das ist mir zu doof. Ganz ehrlich, was soll ich da denn machen? Ach, come on. Als ob ich gegen das Ding da mitten in der roten Krütze kämpfe. Istina? Du stehst einfach nur rum und denkst so, boah, was willst du? Denkst, Istina haut auch nicht drauf. Die steht davor und macht hier einen auf Boss. Du kannst machen, was du willst. Du verletzt mich doch nicht. Ausdauer ungenügend, auch super. Habe ich noch was zu essen dabei? Ja. Schattula Meeresfrüchte-Salat. Mundet ganz gut, ne? Das ist immer sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen. Wie hoch ist es? Wir sind Ebene 7. Ebene 7 von 12, glaube ich. Oder? Ja, 12 Ebenen. Ja. Also hier ist wirklich, hier geht eine Menge ab, ne? Hier geht eine Menge ab. Merkt man auch, dass die Framerate auch ein bisschen einbricht. So ein klein wenig. Aber ist nicht schlimm. Tu alles bloß hier nicht runterfallen. Und ich werde einen Teufel tun darüber, da nicht, das einfach hier zu ignorieren. Ach ja, herrlich. Gut. Ah, die widerstehen das teilweise, ne? Die widerstehen das. Ich weiß auch nicht, warum die Framerate hier einbricht, langsam. Naja, ist auch egal, ne? Ebene 9! Oh, Gottes Willen, bitte lass es mir endlich mal ankommen oder so. Was ist das hier? Mädchen scheint als Kindheit 1 bekannt geworden zu sein. Man könnte annehmen, dass dies das prä-evolutionäre Jugendstadium widerspiegelt. Der Name amüsiert die romantischen Akademiker, die sie absurderweise eine positive Einstellung bewahren soll wollen. Da nur sie mit der Astralzelle in Kontakt steht, wird sie behandelt und zu unseren Testpersonen. Würde Frieden auf der Welt herrschen, gelte dies mit Sicherheit als Verstoß gegen die Menschenrechte. Ich verstehe die Machtlosigkeit unserer Zivilisation, nun da die Welt am Rande der Zerstörung steht. Ich bitte, irgendjemand von euch, wenn ihr das hier gerade seht, ne? Bitte schreibt mir mal, warum es hier in diesem Spiel geht am Ende des Let's Plays. Ich blicke so langsam, aber sicher auch nicht mehr durch. Nee, ich will nicht. Nein, bist du wahnsinnig, du trägst doch nicht irgendeine Flüssigkeit, die hier rumsteht. Ah, Abklingzeit. Ich wollte sagen, was steht denn da im Rot? Ich wollte nur mal kurz wissen, was da stand. Ja, wir sind hier richtig, ne? Wir müssen hier weiter. Hä, was? Wieso spawnen die da hinten? Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Boom! Macht gut Schaden, ne? Lohnt sich auf jeden Fall gegen so eine großen Mutanten. Auf jeden Fall. Herrlich. Oh yes, ein Fahrstuhl. Das bietet sich mega gut an, um hier mal kurz einen Zwischenstopp zu machen. Oder? Es ist 16 Uhr, ne? Es ist 16 Uhr, wir sollten einen Zwischenstopp machen. Einmal kurz nach Hause. Nach Hause bitte. Und dann müssen wir mal kurz mal unseren Inventar mal durchgehen, ne? Was wir halt noch mitnehmen wollen. Wir haben auch Essen im Kühlschrank. Brauchen wir nicht. Nö. Kann angepflanzt werden. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. So, leere Batterie können wir mal kurz einmal aufladen. Volle Batterien brauchen wir ja, um alles Mögliche zu machen, ne? So.
Wieso habe ich hier nichts reingetan? Bin ich doof? Gut, da haben wir noch einmal den Nitro Ananas. Hopp. Sollte man immer ernten. Immer anpflanzen. So, dann nochmal nach Hause. Bestätigen. Bombe Level 2. Einmal schon mal herstellen. Eine Kugel, die mit der extrahierten Energie einer Nitro-Ananas gefüllt ist, explodiert in einem blau-weißen Blitz. Gut. Smoker, Mayo-Mixer, Gewürzmörser. Ganz viel cooles Zeug, ne, eigentlich. Ich würde gerne mehr Essen herstellen. Tatsächlich sind Getränke zwar gut, um Leben aufzufüllen, aber Essen macht halt schon mehr Sinn, ne? So. Genau. Ist ja relativ spät. Wenn wir schlafen gehen und nächsten Tag aufwachen, haben wir wieder früh. Logisch, ne? Natürlich logisch. So, okay. Was? Wir können noch mehr? Klar, gib her. Argenkohl. Macht innen hohl. Weil man sehr viel auspupsen muss. So. Okay. Oh komm, das machen wir auch noch, ne, oder? Ja. Schön den Okto-Reisenden. So, das reicht aber jetzt. Wie viel Essen haben wir? Gut, das reicht, oder? Ja. Das reicht. Dann gehen wir schlafen. Yay. Level 59. Tag 5. So, jetzt die Frage, ne? Wenn wir jetzt da oben hochgehen, wer erwartet uns einen Boss? Oder wieder 12 Etagen? Man weiß es ja nicht. Kann man ja nicht wissen, ne? So. Aha. Wir kriegen nichts, wofür wir im Level 2, ins Level 2 Bombe ist erstmal hergestellt. Wieso kriegen wir dafür nichts? No! Dann halt nicht. Regnet es? Bitte? Nein, kein Regen. Schade aber auch. Das erste Mal, dass wir was wirklich übergießen müssen. Guti gut. So. Die gute alte Paprika, ne? So, und was das hier ist, wissen wir immer noch nicht, aber wir werden es herausfinden. Glockenhopfen. Natürlich. Als ob es was anderes ist. So, wir gehen aber, müssen auch gleich nochmal in die Höhle gehen. Nochmal in die Höhle, weil in der Höhle ist natürlich noch unser Nitro-Ananas. War doch Nitro-Ananas, die wir angepflanzt hatten, ne? Ja, ja. Daraus können wir Bomben herstellen. Wichtig, wichtig. Gut, dann gehen wir nach Hause. Haben wir irgendwas Wasser eingelagert? Ich glaube, die Batterie brauchen wir nicht, die aufgeladene. So, weg damit. Bombe Level 2 brauchen wir. Lagerkiste. So, haben wir denn irgendwas, was wir noch anpflanzen müssen? Ich glaube nicht, ne? Zitaron? Makakao? Ach, das war das Makakao-Dings. Scheiß. Müssen wir eigentlich anpflanzen, ne? Ja, wir machen jetzt immer Story weiter, ne? So. Story.
Ich bin neugierig. Wir erreichen bald die 100 Parts und so langsam, aber sicher sollte man aber auch schon die Erlaubnis haben, auch mal ein bisschen Story machen zu dürfen, oder? Nachdem wir uns jede Cutscene quasi schon im Spiel mit jedem 100 Mal geredet haben, ist das auch mal erlaubt. Mich nervt das nur hier. Dass man hier mal so lang laufen muss. Das ist bis jetzt das Einzige, was mir wirklich auf den Nerv geht. Vor allem, weil man es halt jedes Mal machen muss, ne? Wenn man es halt einmal machen muss, ist okay, aber... Das Spiel will einen ja rausschicken. Das Spiel schickt ein Jahr aus dem Dungeon wieder raus, weil wegen der Uhrzeit. Das Spiel hat ja deswegen, das ist ja mit Absicht so gemacht, dass man aus dem Spiel rausgeschickt wird. Und dann sagt einem das Spiel die ganze Zeit permanent so, ja, aber dann musst du ja wieder komplett durchlaufen. 500.000 Ladezeiten ertragen, ne? Mit Absicht. Mit Absicht. Das Spiel weiß, dass wir da hin müssen. So. Immer erstaunlich, wie plötzlich es anfängt zu ruckeln, ne? Wo wollen wir jetzt hier? Ne, von unten kommen. Wir sind von unten gekommen, ne? Ne, von rechts sind wir gekommen. Glaube ich. Ja. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja egal jetzt. Und das passiert, wenn man halt oft aus dem Dungeon raus muss, ne? Wenn man halt, dann verplant man sich halt einfach. Kannst dich mal wieder bewegen, ein! Nee, von da aus, da waren wir doch schon. Hä? Genau, wir sind doch hier hochgeklimmt. Genau, wir sind hier hochgegangen und dann links, ne? Müssen wir. Ich hoffe. Na, wir werden ja irgendwo werden wir rausfinden, wie es weitergeht. Runter will ich auf jeden Fall nicht. Ach, hier geht's hoch. Okay. Dann weiß ich doch nicht. Tot. Ja. Komische Gegner, ne? Ich weiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann nicht anders sagen, es nervt mich auch die ganze Zeit, dass ich sage, ich bin gespannt. Was soll ich denn aber gerade momentan anderes sagen? Ich weiß es auch nicht. Darf ich hier durch irgendwo? Wo geht's hier weiter? Hä? Hi. Geht's hier weiter? Ich frag halt nur. Ich glaube, die geben mir keine Antwort, ne? Wieso die spawnen hier einfach plötzlich wieder zu Jonas? Ich will nicht runter die ganze Zeit, Alter! Boah. Ja, alles klar! Ich hoffe, es ist so vom Gewollt vom Spiel. Oh nee, ey, wirklich? Wie geht's denn hier weiter, verdammt? Ich muss da irgendwo hin, aber wie komme ich denn da hin? Ja, hier, ne? Aber ich komme ja nicht raus. Die Glasscheiben sind letztendlich unsichtbar, sind immer noch da. Ich muss da irgendwie durch. Jetzt wird es aber kompliziert hier. Jetzt wird es hier kompliziert, du. So, dann einmal rum. Was für ein Käse ist das hier eigentlich, bitte? Was soll das eigentlich? Hier kann ich nicht raushüpfen. Warum auch immer.
So, also ich soll hier runter. Oh, ich dachte schon, es bricht ein. Nee. Ich muss eigentlich da rauf. Das ist schon fies, oder? Das guck mal, wie fies das ist. Vor allem kann man das ist mega fies, dass man hier nicht rüberspringen kann. Warum ist das so? Gut, wir haben es geschafft. Wir sind hier auf der anderen Seite. Evolutionspsychologisch lässt sich vermuten, dass die Seele keine andere Wahl hatte, als aufzustehen. Dass sie das für das menschliche Überleben tun musste, nachdem sie zu einer schwächeren Form mutiert ist. Vielleicht ist es sie, die ohne Seele ist, die an der Spitze des evolutionären Stammbaums steht. Wir betrachten die seelenlose Seths als eine Intelligenz mächtig, die uns weiten überschreitet. Setzt die Seele also den Geist Grenzen? Unser intellektuelles Potenzial kettet an die Vergangenheit, den Krieg. Ist es nicht das Ende, dem wir uns gegenüberstehen? Ich denke, das ist, was die Rote Königin uns sagen will. Die will gar nichts sagen. Die will sagen, komm endlich oben an. Danke für die Paralyse, ich bin da total begeistert für. Bitte. Fahrstein mich nicht, das ist auch mein Herz am liebsten, das freut mich sehr. Jo, einfach direkt zwei, aber da ist ein Fahrstuhl. Hi. Lasst euch von mir nicht stören. Kuschelt ruhig. Ich gehe zum Fahrstuhl. Ich möchte ihn nicht nochmal hochkraxeln. Guckt es euch mal an. Was ist denn das? Du kannst den Lift verwenden, oder nicht? Von dir, das Spiel. Falls eine Frucht Setzling. Oh cool, man kann es auch wieder anpflanzen. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel einfach. Wie hoch geht es? Bitte nicht noch sowas. Ich habe schon gedacht, wir werden schon ganz oben. Bitte lass es da über nicht noch höher gehen. Nochmal 12 Etagen. Es reicht langsam, Spiel. Es reicht langsam. Okay. Oh, ein Monolith. Wir können hier hoch teleportieren. Oh, wir sind am Gipfel angelangt. Wie viel Essen haben wir? Wie viel Heilung? Wir haben Nikudaka-Zeit. Das ist ja super. Wir haben noch ein bisschen was Getränkemäßiges da noch. Ja, es reicht, oder? Ich weiß nicht, was uns hier erwarten tut, ne? Na gut. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Weil die Gegner hier auf dem Feld, auf dem Weg nach oben waren halt schon doch teilweise schon ein bisschen anstrengend, ne? Ich spüre auf jeden Fall etwas Ungewöhnliches. Willst du trotzdem weitermachen? Ja, ja, komm. Kriegen wir es hinter uns. Das sollte das oberste Geschoss sein. Was ist das denn? Was ist das denn? Menschen mit Flügeln. Einige der Paradiesmonster wurden also hier zurückgelassen, ja? Ich übernehme diese Front. Dein Trupp kümmert sich um die großen Jungs. Denkst du wirklich, dass wir dir vertrauen? Nur mit einer so großen Gruppe werdet ihr nicht allein fertig. Es wäre klug, sich zusammenzuschließen. Eigentlich glaube, wir sollten hier auf Geist hören. Das sehe ich auch so. Ja, ja, machen wir sie fertig. Was bist du eigentlich? Ich frage nicht, ne? Ich frage nicht. Makrophage. So, ich will erstmal brechen. Oh, natürlich. Zeit für Mittagessen.
Ja, mach halt, hält nicht an. Darf ich wieder? Feuersbrunst. Und was auch immer das hier ist. Und dann auch noch dieses hier. Und dann das hier. Ich wäre auch wär bereit für das hier. Ja. Ein bisschen Magie kann auch nicht schaden. Blitz und so. Ja. Er hat einen Schutz irgendwie. Oh nein, 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 nein. Da haut auf eine magische Barriere. Okay. Noch ein? Ja, da. Steh auf. Ja, der hat. Die hat mehr Abwehr. Geh weg. Er muss mit Magie machen. So. Blitz. Ist das jetzt die ganze Zeit so nervig? Komm. So. Ah, die kann nix. Diese Makrophage-Dingens. Ah je. Ja, dieser fackelt ja nicht lang, ne? Na, willst du nochmal so eine Maschine rufen? Würde ich dir zutrauen. Was? Was? Wie? Wo? Das war's. Ein. Das war knapp. Ich konnte nicht zulassen, dass auch nur einer von euch stirbt. Kein einziges Leben soll verschwendet werden. Danke, Geist. Nicht zu danken, das hilft auch mir. Wie dem auch sei, ab jetzt sollte es kein Hindernis mehr geben. Verzeihung, Aufseher über das Paradies. Könntest du bitte die Daten von diesem Terminal für mich lesen? Wenn wir versuchen, sie zu lesen, könnten wir noch einen Fehler im ethischen Feldkreis verursachen. Und ich könnte wieder so enden wie meine alte Persönlichkeit. Natürlich. Hat es deine alte Persönlichkeit ruiniert? Ich glaube, es spielt dabei eine Rolle. Aber also, warum hast du uns hergebracht? Was hat dieser Ort mit uns zu tun? Auch dein Volk kann nicht frei von der Welt sein. Was denkst du denn, wie eure Welt erschaffen wurde? Ich zeige es dir. Die Daten sind geladen. Paradiesprotokoll. Das Rennen zum Himmel. Es ist ein Geschichtenprogramm, das Paradies auf Erden betreibt. Also dann, Aria, klären wir jetzt erstmal ein zentrales Missverständnis. Welches Missverständnis? Du denkst, eine Zeitkatastrophe hat dich während der Untersuchung der Roten Königin in der Zeit zurückgeschickt. Stimmt das? Ja. Nun, Aufseher, könntest du uns sagen, in welcher Zeit wir uns laut dem Paradiesprotokoll befinden? Ergebnis, es ist etwa 57.600.000 die kumulierte Standardzeit. Umgerechnet in den menschlichen Kalender ist es das Jahr 4108 AD. Wow, das ist 2000 Jahre in der Zukunft. Was? Ari, in welcher Zeit hast du gelebt? Das war 2078 AD. Also in... Ja. Aber warte mal. Das belegt meine Theorie trotzdem nicht. Das kann halt bedeuten, dass die Kapsel eine Zeitmaschine war und ich einfach in die Ferne Zukunft gereist bin.
Das würde erklären, warum jetzt alles so verfallen ist. Also sie ist nicht in die Vergangenheit gereist, sondern in die Zukunft. Diese Theorie wäre realistisch, wenn die Kapsel eine Zeitmaschine wäre. Aber eine solche Funktion hat sie nicht. Sie kann nicht durch die Zeit reisen. Wie kannst du dir da sicher sein? Weil wir die Kapsel entwickelt haben. Letztendlich waren Zeitreisen durch menschliche Wissenschaft nie möglich. Menschen verboten uns ihre Erforschung. Es war eine der drei Gedankenregulative, die wir nicht brechen konnten. Warum würden Menschen das verbieten? Wozu genau seid ihr fähig? Wie bin ich dann in der Weltvergangenheit gelandet? Ich wurde von einer Zeitkapselkatastrophe erwischt, nicht wahr? Das ist der Fehler in deiner Theorie. Es gibt keine Zeitmaschine und es gab auch keine Zeitkatastrophe. Du bist nie in der Zeit gereist, Aria. Du bist keine Person aus der Zukunft, die zurück in die Vergangenheit gereist ist, sondern eine Person aus der Vergangenheit, die sich linear in der Zeit vorwärts bewegt hat. Was? Aber wie ist das möglich? Was ist mit dem Zeitalter von ein? Was ist damit? Es ist ganz einfach, du bist nicht durch die Zeit gereist, sondern durch den Raum. Damit bleibt nur eine Antwort. Der Stern, auf dem wir uns gerade alle befinden. Und der mit der Chronomalie und dem Schloss der Illusionen. Sind zwei verschiedene Planeten. Hä? Okay. Okay, ja, alles klar. Okay. Verschiedene Planeten? Dieser Planet ist Lost Gaia. Deswegen haben wir zwei Weltkarten, versteht ihr? Das ist die Erde, von der die Menschen stammen und die sie während der sogenannten trivialen Ära verließen. Das ist nun 2000 Jahre her. Das eine historische Tatsache ist, lässt sich nie umkehren. Seitdem hat die Menschheit die Erforschung der Zeit eingestellt. Zeit läuft nun nur vorwärts. Geschehenes lässt sich nie umkehren. Geschichte lässt sich nicht umschreiben. Aria? Die Welt, in der du gelebt hast, ging vor 2000 Jahren unter. Ende von Kapitel 6. Aber was? Halt, das verstehe ich nicht. Du sagst also, dass mein Zeitalter vor 2000 Jahren zu Ende ging. Und jetzt ist es 2000 Jahre später? Genau, du bist nicht in der Zeit gereist. Du bist keine Person aus der Zukunft, die zurück in die Vergangenheit gereist ist. Du kommst aus der Vergangenheit. Moment, heißt das dann, dass Aria 2000 Jahre alt ist? Das ist doch absurd, so lange können Menschen nicht leben. Das ist korrekt. Bei der wiederholten Zellteilung nutzen sich Telomere ab und sterben spätestens nach 100 Jahren aus. Das ist die menschliche Lebensdauer. Ja eben, die Zellen hören auf, sich zu teilen. Darum wurden wir gebaut, um dafür zu sorgen, dass die Menschheit bis in die Zukunft überlebt. Gebaut? Was bedeutet das? Wir Cephs, die ihr Omen nennt, sind Modelle hochentwickelter künstlicher Intelligenz. Wir sind eine Form der Intelligenz, die von Menschen erschaffen wurde und den menschlichen Intellekt übertrifft. Du bist also künstliche Lebensform? Wie diese riesigen Puppen in der heiligen Chronomalie-Höhle und in der Phantasmagoria? Das sind relativ alte Modelle, aber ja, wir gehen auch in diese Richtung. Das kann nicht wahr sein. Du? Es stimmt, Aria Lebenthal. Wir sind die neueste Generation künstlicher Intelligenz, geschaffen von Menschen. Obwohl wir deutlich weiterentwickelt sind, als die aus deinem Zeitalter. Die Menschen von Lost Gaia vertrauten uns die Erhaltung der Menschheit an. Auch das wurde im Paradiesprotokoll dokumentiert. Und das Weiterleben der Spezies zu sichern, übertrug die Menschheit, die kurz vor Ausrottung stand, den Großteil ihrer geistigen und wissenschaftlichen Entwicklungen an künstliche Intelligenzen. Sie dachten, dass die KI durch ihre überlegene Intelligenz einen Weg finden würde, die Menschheit zu retten. Aber also übertrugen die Menschen einer ihrer grundlegendsten biologischen Funktionen an die Cess, die Fortführung ihrer Art. Sie überlisten unser Fortbestand der KI? Ich fasse es nicht. Würden Menschen so eine Entscheidung fällen? Das Paradiesprotokoll ist absolut akkurat. Es wurde mehrfach gegen Manipulation abgesichert. Aber Moment. Heißt das, ihr habt mich die ganze Zeit am Leben gehalten? Das ist korrekt. Dann solltest du auch diese Frage beantworten können. Was ist aus allen den anderen geworden? Du hast recht, das könnte ich beantworten. Und du hast das Recht, es zu wissen, also will ich es dir sagen.
Du hast doch keine Einwände dagegen, oder, Diantus? Nein, laden wir sie zur Orbitalwiege ein. Orbitalwiege? Mir ist so, als hätte ich schon mal irgendwie davon irgendwo davon gehört. Ihr solltet alle unsere Pläne verstehen, wenn wir dort sind. Hä? Was ist hier los? Was ist... Na, dann gehen wir. Verlasst Lost Gaia und kehrt zum ursprünglichen Planeten zurück. Begebt euch dann zum Schloss der Illusion. Okay. Eieiei. Klar, okay. Wir sind gerade nicht durch die Zeit hier gereist. Wir haben gedacht, wir sind jetzt hier durch die Zeit gereist und diese Zeit, wo irgendwie alles kaputt ist in der Zukunft. Aber nein, es ist nicht die Zukunft. Es ist tatsächlich ein einfach der andere Planeten und unser Planet ist irgendwo anders. Aria ist von der Vergangenheit durch den Raum quasi nicht in nicht Zeit gereist. Also ungefähr quasi, sie hat einfach die Zeit überdauert. Das würde ich mal sagen, so meinen die das. Aria hat quasi die Zeit einfach geschlafen. Müsst ihr euch so vorstellen. Aber nur, dass sie durch diese Rüstung und durch die Omen, während die ganze Welt untergegangen ist, quasi am Leben erhalten wurde. Damit die Zellteilung fortgesetzt wurde. Oder so. Wenn ihr versteht. So denke ich mir das zumindest. Huiuiui, wir haben auf jeden Fall eine Menge Input gekriegt, also... Das war nicht gerade... ganzjährig. Pflanzen wir nochmal kurz an, ne? Wie viel Felder braucht die? Auch 4? Ah, ist auch dumm. Nee, er pflanzt die noch nicht an. Nö, nö. Gut, aber da wir heute wirklich sehr viel, keine Ahnung, was gekriegt haben. Wir sind jetzt im Kapitel 7. Begibt sich zum Schloss Illusion. Aria ist von den Wahrheiten erschüttert, die sich von Geist über Lost Gaia und Regaia. Ach, das sind, wir sind gerade auf Regaia erfahren haben. Doch es steckt noch mehr dahinter. Deshalb legt Geist ein und die anderen in die Orbitalwiege ein. Da kriegen wir mehr Informationen. Gut, aber das soll für heute reichen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.